Gag-Lag. Hallo, meine Freunde. Der Tag ist gekommen. Viele haben dran gezweifelt, inklusive mir selbst. Aber die Tau Defense ist fertig, compiled und spielbar. Und ja, das wird der letzte Devlog sein, glaube ich. Ich zeige einfach mal so, was es jetzt alles gibt. Fangen wir an mit den Hero Towern. Die seht ihr hier. Auch in der Thumbnail. Es gibt Leon, Mantel, Naruto, mich, Tadl, Unge, Honor, Hand of Blood, Velesk, Base und Dalukart. Jeder Tower hat seine eigene Spezialfähigkeit und die zwei eigenen Kategorien. Zum Beispiel Bonjour, Koch, YouTuber, Moneymaker, Gärtner, Carry und so weiter und so weiter. Die Buffs habe ich hier in einem professionellen Bild zusammengefasst. Die Gärtner, das sind glaube ich Flesk und Mantel. Wenn man die baut, bekommen alle Tower, die auf dem Feld sind, 10 Angriff. Bonjour Tower bekommen mehr Reichweite, die Köche bekommen Attack Speed. Die Godgamer bekommen alle einen Damage-Bonus. Die YouTuber bekommen alle 3 Level geschenkt. Die Moneymaker haben was ganz Spezielles. Nämlich, wenn man die gebaut hat, bekommt man jede volle Minute 50% Zins auf das aktuelle Guthaben. Und die Carries ignorieren Rüstung, wenn man sie alle gebaut hat. Das ist so, ja, das Cheat-Sheet. Das habe ich nämlich in-game nicht getooltippt, weil ich irgendwie keinen Platz gefunden habe. Aber ja. Das ist die Tower Defense, die ist eine eigene Echse, also die kann man einfach runterladen und starten. Ich habe hier noch einen TTS-Test, den kann man auch ausmachen, dass im Spiel nicht so laut ist, denn da gab es tatsächlich Schwierigkeiten. Das Add-on, mit dem ich die Text-to-Speech mache, hat keine Volume-Funktion und das ist unfixable für einen Programmier-Newbie wie mich. Aber ja, muss man drüber hinweg sehen. Ich hoffe, Bonjour ist live. Schauen wir einfach mal, ob das klappt. Auf jeden Fall mal 150 Geld. Der Highscore wird hier oben angezeigt. Und es gibt einen Highscore-Multiplayer. Das heißt, je mehr Leben man am Ende des Spiels hat, desto mehr wird der Highscore nochmal multipliziert. Mit 30 Leben bekommt man vierfachen Multiplayer. Mit 0 Leben halt einfachen. Also im Prinzip geteilt sich 10 mal 3 plus 1. Irgendwie so. Ja, die Tower. Man bekommt 2 Hero Towers am Anfang. Dann ist der Booster Pack erstmal auf Cooldown für 4 Minuten. Und ja, die Standard Tower sind auch alle da. Die wurden noch ein bisschen genervt, ein bisschen gebufft, je nachdem wie stark die waren. Und das ist im Prinzip die Tower Defense. Ich habe im Moment einen Highscore eingetragen. Und das habe ich auch noch nicht erwähnt. Es gibt jetzt einen Online Leaderboard. Das heißt, jeder Streamer, der das Spiel möchte, gegen seinen eigenen Chat oder auch gegen andere Chats, kann sich am Ende des Games verewigen bei der Leaderboard-Liste. Ich habe einen Highscore von mir selbst drin gelassen, der glaube ich schlagbar ist, weil da war nicht so viel los in Forsens Chat. Das heißt, das soll so ein bisschen als Ansporn dienen für die anderen Streamer, die das spielen wollen. Ja, und das war's im Prinzip. Das ist mein letzter Devlog. Ich habe auf jeden Fall einige Testmatches gespielt, die liefen alle bugfrei, außer dass vielleicht ein, zweimal geleckt hat, als zu viel los war, aber dann hat sich das Spiel auch recht wieder recht schnell gefangen. Ja, und jetzt geht es darum, ich versuche jetzt einfach so viele Streamer wie möglich davon zu überzeugen, dass sie ja spielen, und dabei sei nochmal wichtig dazu gesagt, selbst wenn es keiner spielt, hat sich's für mich als persönliches Projekt unendlich gelohnt. Ich habe ultra viel gelernt jetzt über die letzten 5-6 Monate. Hab auch umso mehr Motivation, jetzt direkt das nächste Spiel anzufangen. Mit neuem Knowledge, weil wenn ich jetzt so hinter die Kulissen des Codes gucke, der Kek-Lack-Tide, da ist auf jeden Fall einiges nicht so ganz durchdacht und rund. Ist jetzt mit bisschen Gaffer-Tape am Ende läuft es dann doch irgendwie. Aber wenn ich das Ganze jetzt nochmal machen wollen würde, hätte ich auf jeden Fall einige Sachen, die ich sehr viel cleaner machen würde. Und das ist auf jeden Fall eine Lektion, die ich dadurch gelernt habe. ja, ich hoffe, ihr könnt das Spiel irgendwo mal beobachten. Am besten folgt ihr mir auf Twitter. Da werde ich vielleicht mal erstens die Streamer anhauen, die ich hoffe, dass das spielen werden. Und zweitens werde ich auch ein bisschen up-to-date halten, wer so die Rekorde hat und so. Vielleicht, wenn das die Leute spielen, das weiß ich natürlich noch nicht. Ja, das war's mit dem Kek-Lack-TD-Projekt. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich
bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der das so ein bisschen verfolgt hat, mir die Motivation gegeben hat oder im Twitch-Chat. Ich habe ja ein paar Live-Dev-Streams noch gegen Ende gemacht, der mir dann geholfen hat. Und das war es auch schon. Nächstes Projekt, weiß ich noch nicht so ganz, wann ich damit anfange. In letzter Zeit wird es nochmal sehr stressig. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon sagen kann, ab November werde ich ein bisschen mehr Freizeit haben und da werde ich auch ein bisschen wieder öfter rein streamen und eventuell das nächste Projekt dann mit Vollgas angehen. Im Moment wird es jetzt erstmal ruhiger. Ich probiere, wie gesagt, noch die TD an den Mann zu bringen, aber das war es auf erstmal von den Devlogs. Also vielen Dank für alle netten Worte, die das so begleitet haben. Ich weiß, das ist ein bisschen unspektakuläres letztes Video. Aber ja, ich bin einfach froh, das Projekt beendet zu haben. Es kommt sehr selten vor, dass ich irgendein Freizeitprojekt auch bis zum Ende durchziehe. In dem Fall habe ich es jetzt endlich mal geschafft. Und ja, ich hoffe, ihr folgt mir auf Twitter und bleibt dann up to date, was noch so abgeht, ne? Danke fürs Zusehen. Das war euer Keklack mit der Keklack Tower Defense.